Hä? Hä? Hey, ich bin letztes Mal die ganze Zeit hier rumgelaufen. Die einzige Person, die stirbt in der Stadt, die niemals... Was? Die einzige Person, die stirbt in der Stadt? Stadt, die niemals stirbt. Die einzige Person, die stirbt in der Stadt... In der, was? Die Stadt, die niemals... Was? Was soll das bedeuten? Weiß ich nicht, ich verwirr mich nicht. Könnte das vielleicht schon mal gelöst haben? Meine Erinnerung wird immer verschwommener. Wenn ich die Flamme nicht finde, dann... Dann verlieren wir den ganz... Uns ganz an diesem Ort. Verdammt, ich habe bestimmt was übersehen. Ich muss dort nochmal hin. Wohin? Dort? Wo ist dort? Wir sollten Thomas fragen. Er weiß bestimmt was. Wer ist Thomas? Wer war Thomas? Ich merke mir doch keinen Namen. Thomas. Hä? Thomas, Thomas. Hä? War es einer von diesen... von dieser Truppe? Ich bin gerade verwirrt. Das letzte Mal bin ich hier hin und her gelaufen und jetzt auf einmal ist es... Ich will mich nicht drüber beschweren, aber ich bin verwirrt. Die Texte wieder gelesen. Arigato. Hallo Ice Dave. Hä? Ich bin verwirrt. Thomas, Captain. Die einzige Person, die stirbt in der Stadt, die niemals stirbt. Wisst ihr, was das heißen könnte? Und wo soll das sein? Es gibt einen Ort, an den ihr noch nicht gedacht habt. Oh, sieh einer an, Herr. Ich weiß alles. Woher willst du das wissen? Du wohnst ja nicht mal hier. Bist seit Jahren auf dieser Insel. Moment, die Insel. War das nicht die Zeitinsel? Ja. Aber von dort sind wir doch eben erst gekommen. Salomon, das muss es sein. Dieser alte Knabe ist wohl gar nicht tot. Arr, dann sind in seinem Grab vielleicht nur all seine Geheimnisse begraben. Was? Soll ich jetzt das Grab ausbuddeln? Ach, du... Dann los, komm, John. Wir müssen zurück auf die Zeitinsel. Vielen Dank, Leute. Sie dankt uns. Ha, eine echte 180-Grad-Wende verglichen mit Mutters früherer Zurückhaltung. Sie hatte immer diesen strengen Blick. Und nur wenn wir Earthborn gespielt haben, hat sie mal gelächelt. Hört zu, Matrosen. Der Tag ist endlich gekommen, an dem unser Traum wahr wird. Wir lichten den Anker und brechen zur Zeitinsel auf. Wir warten am Dock auf dich, Kleine. Verstanden, Captain. Wir werden diese Flamme finden. Ganz sicher. Okay, ich bin gerade mega verwirrt. Wieso hat das jetzt geklappt und das letzte Mal nicht? Hier draußen ist es eiskalt. Ich werde mich nie an das Wetter auf dieser Insel gewöhnen. Es ist höllisch. Das ist der Rand des Zeitfeldes. Die Winde sind hier draußen am schlimmsten. Sind alle da? Nee. Wir haben keine Zeit, über das Wetter zu schnauzen. Schwatzen, Leute, nicht schnauzen. Los jetzt, mir nach. Machen wir jetzt, heben wir jetzt das Grab, aus. Ich will das nicht. Ich habe langsam keine Lust mehr auf diese verdammte Kälte. Floyd, Floyd? Diese rostige Roboter hören. Wo steckt er nur? Vorhin war er noch hier. Ich weiß nicht, wofür wir ihn überhaupt brauchen. Keiner von Salomons Robotern wird uns irgendwelche Geheimnisse verraten. Suche abgeschlossen, Suche abgeschlossen. Gefunden, Isabel. Was? Ach, hier ist das letzte. Ernsthaft? Komm raus, du Freak, mit den zwei verschiedenfarbigen Augen. Ich weiß, dass du eigentlich nicht tot bist. Was? Bist du ja. Gib mir die Flamme der Zeit auf der Stelle. Der lebt noch? Hä? Wir haben ihn in jung gesehen, in erwachsen und jetzt in alter Form. Okay.
Oder zwingst du mich, sie mir zu holen? Was willst du eigentlich, Mädchen? Reichtümer, Macht oder Ruhm? Der Mann, der sich dieses erkämpft hat, war Goldwatcher, der König der Fähren. Du bist jetzt in Futura und hast alles, was du dir wünschst. Nicht einmal der Tod hat dir Einfluss auf dich. Ja, warum? Warum ist diese ganze Mühen, um in den Turm zu gelangen? Verkaufe mich nicht für dumm, alter Mann. Hohoho, anscheinend hast du es schon verstanden. Aber bist du auch ausreichend vorbereitet? Ich werde alles tun, um Alva zu retten. Wahaha, ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Was motiviert dich? Was treibt dich an? Treue? Vielleicht Freundschaft? Oder könnte es Liebe sein? Ich sehe schon, du bist immer noch voller Energie. Dann nimm sie. Nimm die Flamme der Zeit. Und steige den ewigen Turm hinauf. Und hol dir, was du so sehr begehrst. Was begehrt sie denn? Liebe, Treue. Ich komme, Alva, und ich werde einen Weg finden, dich zu retten. Sie begehrt sehr Alva anscheinend. Ja. Und geht über Leichen. Hast du ihr dabei die Flamme der Zeit gegeben? Ah, das war eure Freundin, richtig? Ja, das war Isabel. Sie hat die Flamme der Zeit genommen. Ich will die Zeit gar nicht wissen. Vor allem mit zweimal dem Emote. Ernst? Hallo Stefan. Danke für 10 vergiftete Subs an die Community. Oh Gott, warte mal. 10 vergiftete Subs an Achfin, an Ina, an Sweet Money, an Kasumi Hart, an Useless Kashi, an Nachtkoch, an High Cooler, Shadow Ghost, Knusperwatte und der Ziegenfan. Also ich glaube, der Ziegenfan würde sich hier wohlfühlen mit unserem Ziegen-Emote. Oh Mann, ey. Vielen Dank, Stefan. Und hallo, Sense. Oh Mann. Ja, moin. Gebühren bezahlt. Ja, ja. Ist es richtig, dass jetzt fast eine Stunde drauf ist? Ja, okay. Ja, 660 Minuten, okay. Das ist alles Zoraks Schuld, weil der mit der Uhr jetzt hier gemacht hat. 10 Subs meine ich wollte gerade sagen. Kann ich denken, ich auch nicht. Sie hat die Flamme der Zeit genommen. Ich mach mal weiter. Tja, das bringt uns so richtig in Schwierigkeiten, nicht wahr? Salomon liegt hier begraben, wenn doch nur Floyd hier wäre. Captain Pam, das Schiff hat angelegt. Da hat irgendwas hat geklackert gerade. Bist du morgen da? Weiß ich noch nicht. Ich habe morgen einen Tattoo-Termin, deswegen kann ich heute nicht so lange live sein. Wie es mir morgen halt nach dem Tätowieren geht. Sonst würde ich morgen tatsächlich einen Reaction-Stream machen. Aber gucken wir erstmal. Ich weiß nicht, wie lange mein Tätowierer morgen braucht und ja. Warum sind immer die Unschuldigen an allem schuld? Das ist dein Scheiß Ernst. Ist klar, Sorax, ist klar. Hallo, Achfin. Oh Mann, ich hasse euch. Ihr Blödis, wirklich jetzt. Oh Mann. Hallo, Thor, danke für dein Prime im 50. Monat. Schon 50 Monate, was zur Hölle? Eieiei. Da muss ich morgen noch einen Gutscheine kaufen. Gutscheine? Gutscheine für was? Was?
Dann gibt eine Anzeige. Ja, komm her, du. Mehr Subs. Nein, nein. Ich will, dass dieser Timer endlich weg ist. Lass mich in Ruhe. Geht weg. So, dieses Geräusch klingt, als wärst du gerade auf was getreten. Ach komm. Das ist gar nicht sein Grab. Da ist einfach ein unterirdischer... Na klar. Was ist das? Das ist Salomons Grab. Aber da ist niemand drin. Moment mal, ich hab's. Wenn der verrückte Kerl nicht tot ist, welcher Platz wäre dann besser geeignet, seine Geheimnisse zu hüten? Aber wenn jeder da rauftreten würde, so wie der Frank gerade, dann würde das Geheimnis auch sehr schnell auffliegen. Also je nachdem, ob man danach sucht. Ja, vielleicht doch nicht so einfach. Das ist schon ziemlich gemein. Guter Punkt, John. Lass uns nachsehen. Nicht so schnell, ihr räudigen Hunde. Wenn die Glocke das nächste Mal läutet, werden wir Alten vergessen... Was? Werden wir Alten vergessen haben, was hier heute passiert ist. Aber wenn ihr uns braucht nun, dann könnt ihr auf uns zählen. Fischer erneut. Also dann. Jetzt geht schon. So wie zuvor. Wir behalten ja alles im Blick. Okay. Dann gehen wir mal. Betreten. Was soll schon schief gehen? Eieiei. Na gut. Das hat ein bisschen was von Ägypten. Also so orientiert daran. Mit diesen Gefäßen halt. Toll, hier geht gerade außer Licht nichts mehr. Was? Hast du Ausfall oder was? Och nö. Oh, mein Rucksack ist voll. Das hier kann man kaputt machen. Ach, das geht sogar. Oh. Diese Fliege nervt so hart, man reicht mir einen Atomraketenwerfer. Oh, Fliegen, die ganze Zeit um einen rumschwirren. Ja. Die kennt man doch. Komm her! Zeig dich! Ich wollte jetzt nicht die Bombe dahin packen. So, kann man auch rein? Ach, das ist eine Abkürzung. Ach so. Cool. Mein Schatz. Krieg ich noch ein Herz? Ja! Sehr geehrte Frau Liz, Oberpirat, Nasenbär oder Flausche, wie auch immer du hast uns nicht, zumindest nicht richtig, nur ein bisschen, um uns ganz langsam den Hals zu drehen. Außerdem möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass wir am Montag ein Liebesgeständnis bekommen haben. Hust, hust. Hey!
Wir müssen ja nicht erwähnen, dass es auf was anderes bezogen war oder so, aber, oder so ähnlich. Ganz schön frech hier. Ach, schön. Hä, wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Okay, hier waren wir sogar. What? Muss ich wieder zurück zu dieser... Aua! Aua! Zu dieser Höhle. Ja toll, dieser blöde Vogel hier. Ja, die Unschuld-Nachricht abgeschickt und dann ging der PC aus. Lass ihn den Stream gerade am Handy laufen. Oh je. Ich drück die Daumen, dass es gleich alles hier funktioniert. Das ist ein ganz schön hartnäckiger Vogel. Hier ist irgendein Schatz. Aber ich komme da nicht hin. Piep, piep. Okay. Muss erst mal schauen, wo ich hier überhaupt hin soll. Mal den Flammenwerfer. Was ist das hier? Au! Ich habe Salz gefunden. Nice. Keine Munition. Oh Gott. Ich hasse die Viecher. Darf ja nicht wahr sein. Verletze mich die ganze Zeit. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt richtig bin. Ah, das ist eine andere Ebene hier, okay. Die schlüpfen aus den Eiern. Ist ja widerlich. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Jurassic Park und so mit den Eiern. Du darfst jetzt wieder. Geil, Oktopus. Sehr gut. ich sollte sowieso mal kurz was essen. Ein bisschen Schaden haben wir davongetragen. Schokobanane. Das hat nicht so viel gemacht. Vielleicht noch ein paar Froschkekse. Sehr gut. Hab heute ein weirdes Internetproblem gehabt. Das hat nur noch in Firefox am PC funktioniert, aber nicht in den anderen Browsern und am Handy auch nicht. Bei meinem Bro aber schon. Okay, und jetzt geht wieder alles, oder wie?
Was ich und frech niemals. Ich bin noch immer lieb und unschuldig, wirklich. Ich gehe chill, verstecke sie in ihrer Zelle und setze sich einen Sturm. Ich habe nichts gemacht, Nini. Der trifft mich trotzdem immer. Was soll denn das? Doofes Vieh. Oh, nee. Nimm das. Oh, ich wollte gerade sagen, das sieht nach einem Boss-Areal aus. Oh, nee. Oh, och, komm. Zombiehunde! Warum leckt denn das Spiel die ganze Zeit? Was ist denn mit meiner Switch los? Das ist mir schon die letzten Mal aufgefallen. So, mal kurz Munition hier auffüllen. I'm sorry. Ah, noch ein Eingang. Okay. Scheint aber der richtige Weg zu sein. Oder Neustart hat sich nach 20 Minuten wieder gefangen und gefunkt, aber sogar zweimal PC-Neustart vorher und das hat Problem nicht gelöst. Okay, das ist ja mega merkwürdig. Woran das jetzt lag, kannst du aber auch nicht sagen, oder? Das ist eine seltsame Tür. Und wir brauchen Schlüssel. Okay. No. Nö, kein Plan. Auch im Internet stand nix. Okay, das ist mega seltsam. Und hallo, Dark. Okay, warte mal. Kurz wechseln. Ich muss sowieso mit ihr spielen, weil John würde gar nicht hier durchkommen. Ah nee, warte mal. Ich kann doch die Bombe hier hinlegen. Dafür habe ich die ja. Ich denke, wir sind zu kompliziert.
Welche Seltenheit? Ja, es ist halt... Einfach kann er jeder, ne? Wieso das stark? So, Schlüssel, Hokus Pokus, wir können rein. Bei UPS scheiße ist. Okay. Klingt nicht so gut. Oh, mein Leben sieht nicht gut aus. Wir essen mal kurz was. Seit 2 Tagen renne ich einem Paket nach und morgen muss ich da wieder hin. Uff. Okay, das ist wirklich scheiße. Ernst. Was ist das? Die Kleine muss wieder ihr Kamehameha machen. Na gut. Ich hoffe, das ist nichts mit Zeit oder so. Wie so ein Bernstein. Das Flamme der Zeit erhalten. Und das ist in ihr übergegangen. Nein, die Glocke. Der Tag wird wieder resettet. Haben wir es ja noch rechtzeitig geschafft. Beeilung schon, wir haben jetzt die Flamme der Zeit. Oh, wir können noch mal was zu essen machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schweinekotelett, geil. Ein unbekanntes Rezept. Oh. Hm.
Nein, so einfach. Aber wenn wir halt alle drei haben, kriegen wir mehr Effekte und so. Mehr Herze. Schweinefleisch süß-sauer. Geil. Ein neues Gericht geschafft. Einmal Fleisch habe ich noch. Können wir mal gucken. Noch ein Unbekanntes, sehr gut. Auf nach Las Vegas, nicht was? Fleischzongi und 15 Herze, what the fuck? Halt wegen dem goldenen Topf. Hui! Ich hab den Fisch gerade gar nicht gesehen. Schauder. Mir schaudert's auch. Ach Gott. Wer ist einer, wo ich Keramiksicherungen auf die Schnelle herbekomme? Vielleicht okay, ich habe keine Ahnung. Siehe Discord. The fuck, das sieht aus wie eine Patrone, ey. Ist die kaputt gegangen? Das habe ich noch nie gesehen. Baumarkt. Also meine erste Anlaufstelle wäre auch zu einem Baumarkt zu gehen und danach zu fragen. Oder vielleicht mal die Sache mal googeln. Vielleicht kann man es auch so kaufen. Ich mag die Musik, wenn was gekocht wird. Ja, die ist echt super. Hallo, Chloe.